Willkommen zurück zur zweiten Staffel vom Politik-Tycoon mit der Partei Die Linke. Als Nachfolgepartei von WASG, oder hieß sie WASG? Ja, tatsächlich. Und PSD? Das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Und wovon die PSD die Nachfolgerpartei ist, ich glaube, das muss ich nicht mehr gesondert erwähnen. Alle, die es nicht wissen, eine gewisse Blockpartei. Na, war ja keine Blockpartei. Oder doch, aber. Eine gewisse Regierungspartei. Ich sage jetzt nicht, welche Regierungspartei. Es gab ja zwei. Ja, es gab ja auch die CDU. Nicht zu vergessen. Auch jetzt habe ich schon verraten. Der DDR. Wer es weiß, kriegt einen imaginären Keks. Schreibt es in die Kommentare. Schickt dann gerne das Keks-Emoji. Ey, wir brauchen schon einen Einbürgerungstest. Selbst als die Linke. Ich glaube, selbst die Linke ist für einen Einbürgerungstest. Vielleicht ist generell gegen jede Staatsbürgerschaft wahrscheinlich, aber. Habe ich nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Doch hat er gesagt. Nee, hat er nicht gesagt. Doch hat er. Der linke Grüne, Ralf Stegner, regiert in Bremen. In Bremen regieren wir. In dem Bremen Lande regieren. Oh, scheiße. Also in 5 Wochen sind Wahlen in Sachsen-Anhalt. Und in 5:10 in Baden-Württemberg. Also. Ich glaube, hier verkacke ich, weil ich keine Werbung machen konnte. Dann mache ich hier mal Spezialbehandlung. So. Exatamente. Ich möchte keinen Sitz verlieren. Ich möchte keinen Sitz verlieren. In Anhalt haben wir doch besseres verdient als 20%. Das sind ja nicht mal 20%. Ach, 2 Sitze hast du gewonnen. Okay, vielleicht haben wir genau das verdient. Dafür, dass wir keine Werbung gemacht haben. Diesmal muss ich wir sagen, im AfD-Let's Play habe ich immer ich gesagt, aber hier sind wir auch in einer Ex... Nein, ich darf es ja nicht verraten. In einer DDR-Partei. Und sie waren ja generell alle irgendwie so fake-kommunistisch. Naja, einmal aus im Prinzip dagegen stimmen und aus Überzeugung gleichermaßen. Umfrage Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Berg. Rheinland-Pfalz ist dann Dietmar. Der Dietmar, der darf jetzt nach. Der darf mal ins schöne Pfalz reisen, die Julia Glöckner besuchen als Rheinkönigin. Ja, ihr habt das gerade nicht gehört, was ich gesagt habe. Frau Knöckner. Ah, die Frau Knöckner, die Rheinkönigin. Das ist der Folgetitel, Frau Knöckner, die Rheinkönigin. Moment, das schreibe ich mir eben auf. Frau Knöckner, die Wein... Die Rheinkönigin, verzeihung. Die Rheinkönigin. Hm? Noch ist sie Ministerpräsidentin. Bald ist die Frau Knöckner nicht mehr Rheinkönigin. So, die Frage, ob ich Rhein im Sinne von sauber oder im Sinne vom Fluss der Rhein meine. Union AfD. Der Herr Altmaier meint sich, man kann ja mal probieren hier. Und der politische Össi geworden, der regiert jetzt hier im Osten. Das ist ja nicht gut. Das kann ich nicht gut heißen. Und warum geht sich hier eigentlich so ein Fake-Sächsisch für mich hin? Wenn ja wahrscheinlich genug Sachsen zuschauen, um mich grün und blau zu schlagen. Waren sie in Baden-Württemberg seit Ewigkeit mal wieder ein. Das heißt, in der Realität meine ich natürlich, damit dort zu Ewigkeiten sind sich die Cousine. Okay, ich auf. 26 Wochen MacBomb. Oder wie der Sachse sagen würde, MacWöpel. Genau. Klaus Ernst verlässt uns. Der Herr Ernst, der ehemalige WASG-Vorsitzende, wie ich ja gerade durch die kurze Google
Dings erfahren. Oder, Moment, Klaus, Ernst. Ah, da, hier. Geschäftsführendes Vorstandsmitglied war. Grüne AfD, FDP, Linke regieren in, also in die seltsame Koalition da in Baden-Württemberg. So, da kommt jetzt der Dietmar Bartsch bei der Rheinkönigin. Julia Köckner. Ja. Die Rheinkönigin Frau Knöckner. Wie komme ich auf? Zu viel gelabert. Und was sind Sie von Beruf? Rheinkönigin. Wie heißt? Knöckner. Julia Knöckner. Sie ist dann abgedruckt in der Rheinischen Post im MP, weil, wisst ihr? Das verstehen sich nur Leute aus dem Rheinland. 23 Wochen Berlin. Und natürlich Leute, die sich generell für die größten Tageszeitungen interessieren, denn da ist die Rheinische Post ganz. War eine Lokalzeitung, aber trotzdem schon weit halbwegs renommiert. Nicht so renommiert wie die vielleicht die Süddeutsche Zeitung, bei der man denken könnte, es wäre eine Lokalzeitung, allein vom Namen her, aber trotzdem gefühlt selbst eine norddeutsche Variante hat. Ist kein Scherz. Denn die haben nicht nur Variante München und was auch immer, sondern die haben auch Variante, keine Ahnung, Frankfurt und sowas. Moment. Macht er jetzt ein bisschen Werbung? Ja, natürlich gibt es hier die Bayern, das weiß ich. Weiß aber, dass es auch. Man könnte ja denken, es ist eine Lokalzeitung, aber nein, natürlich nicht. Die fokussieren die sich aus Bayern, aber im Endeffekt haben sie gefühlt überall Auflagen. Ja, das ist Aufrunden ist immer eine gute Sache. Ich hätte sie nicht entscheiden können. Oh, doch, hätte ich, glaube ich. Nice. Weiß ich nicht weiß, mache mich nicht heiß. Nicht, dass ich damit sagen will, dass ich heiß wäre. Und das war der schlechteste Witz des Tages anscheinend. Nur zweitstärkste in MacBomb und selbst die Union gewinnt dazu. Sorry, Philipp. Ich glaube, deine Frau. Wie heißt sie? Schleswig kann nicht weiter regieren. Manuela Schleswig. Linke, SPD, AfD. Im Notfall frisst der Teufel Fliegen. Frau Lötsch. Entwicklungshilfe. Wolltet ihr nicht gerade schon den Helm, Freunde? Hey, ich gescheitert. Finde ich jetzt aber nicht sehr nett. Einmal gescheitert, immer gescheitert. Aber anscheinend nimmt sie nicht so ernst mit Demokratie. Wie die Frau May. Wie die Frau May. Bald ist nicht nur ein Sprichwort den Brexit machen, sondern auch die May machen. Tausendmal dasselbe fordern, bis man's kriegt. Kommt jetzt nur das Ergebnis noch raus, ob sie es irgendwann schafft oder nicht. Ich glaube, da müssen wir aber noch ein paar Jahre warten. Ach, vielleicht nicht so lang, vielleicht auch nur bis zur nächsten Wahl. Ich glaube, dann wird die nämlich aber mal hier krachend, also krachend abgewählt. Spart ruhig Geld bei den erneuerbaren Energien. Es gibt keinen Grund, bei den erneuerbaren Energien zu sparen. Schaut euch das Video von Rezo an, was so populär gegangen ist und von der CDU zurück in Anführungsstrichen zerpflückt wurde, beziehungsweise mit ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen kann, mit Argumenten, wenn man das so nennen kann, versehen wurde. SPD, Grüne, AfD, was ist das für eine Koalition? Naja. Und tritt hier jetzt jedenfalls an. Wer soll Bundeskanzler werden, wenn wir es werden, was wir nicht werden? Ich würde sagen, die Simone Oldenburg, die sieht so aus wie eine Bundeskanzlerin. So. Und das ist wahrscheinlich viel, ja, viel zu teuer. Warten wir vielleicht, ob es vielleicht noch eine Landtagswahl gibt oder so parallel dazu. Nee, schade, schade, schade.
Ladi, Ladi, Joko, Ladi. Jetzt ja, Schleswig. Scheiß mich die erste Mal, die zweimal kommt. Na, außer die Bundestagswahl, die kommt immer als erstes zweimal aus bekannten Gründen. Weil die eventuell etwas häufiger stattfindet als unsere wunderbaren Bundestagswahlen. Und nein, das Wunderbare war keine Ironie. Im Bundestag war der Einzige, der bisher nicht entschieden hat, dass es eine Vierer, eine Fünferperiode gibt. Alle Bundesländer haben das ja irgendwann mal entschieden gehabt. War ja nicht von Anfang an fünf, da war es ja am Anfang, war es ja auch vier. Fun Fact am Rande. Vielleicht werden wir zweit stärkste. Ich hab so, also ein bisschen Hoffnung habe ich ja. Ein bisschen. Wenn man zweitstärkste Kraft ist, hat man auch schon mal passable Chancen auf dem Bundeskanzlerplatz. Und wenn die Linke Bundeskanzler ist, dann sind wir wieder in, na, ich darf die Partei nicht sagen, in DDR-Zeiten. Die Grünen, die wird man darüber verschoben, wir brauchen schon die Grünen. Grünen sind stärker als ich. Naja. Solange wir regieren. Das ist mir scheißegal mit wem. Oh, die Freien Wähler haben es geschafft. Das passiert irgendwie ziemlich häufig. Und scheiß wie Kohlstich. Hohlstich. Tut mir leid, alle Menschen, die aus scheiß wie Kohlstich kommen oder die Manuela Schleswig-Fan sind oder Julia Knöckner. Die wurden jetzt in dieser Folge beleidigt. Union, Grüne, Linke. Bildung, Familie und Finanzen. Das ist exzellent. Bildung wird die Frau Oldenburg. Ich sag ja, die sieht irgendwie fähig aus. Die immer Batsch. Die bräuchte Familienministerposten, zu bin ich ehrlich. Die Katja Kipping sieht wie so eine Familienministerin aus. Und Dietmar Bartsch sieht wie so ein richtiger Finanzminister aus. So, Bundeskanzler. Nein! Bundeskanzlerin ist die Rheinkönigin, Julia Knöckner. Arbeitsminister Johannes Bau. Außenministerin Michaela Null. Ich weiß nicht, was die in jeder Regierung macht. Die kennt kein Schwein. Bildungsministerin Simone Oldenburg, die sieht doch wie eine Bildungsministerin aus, findet ihr nicht? Familienministerin Katja Kipping, Finanzminister Dietmar Bartsch, Gesundheitsminister Hans-Peter Friedrich, war der nicht auch in der Realität? Hans-Peter Friedrich, da ist er. Wirtschaft. Wirtschaft. Der war Wirtschaft. Nee, Innenminister war er. Vor war im Wirtschaftsministerium, er war auch im Landwirtschaftsministerium. Oh, der hatte so ziemlich alles schon mal, ne? Ja, der war auch. Ja, okay. Also, der war so ziemlich mal alles. Habe ich nichts Falsches gesagt. Oder eigentlich doch, aber ich rede nur drumherum. Ministerin, ja, die Grünen haben Umweltminister, ist ja selten. Verkehrsminister Trittin und Verteidigungsministerin Frau Süßmuth. In ihrem Alter, die wird aber bald. Also, die spielen nicht nachher, um Gottes Willen. Ich mache hier potenziell so viele rassistische, fremdenfeindliche und menschenfeindliche Aussagen. Kann man schon mal machen. Und tschüss.